Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft. Diesmal nicht PvP, sondern im Grundack. Ich bin hier in der Warteschleife. Okay, jetzt steht da pausiert. Schon seit mehreren Minuten. Und da habe ich mir gedacht, das dauert mir so lange. Insgesamt warte ich schon 50 Minuten. Und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal eine Instanz. Allerdings mit einer Katzengestalt. Und ich war gespannt, wie ich das abschneiden werde. Ich denke mal nicht ganz gut, weil ich bin richtig schlecht als PD. Aber ich kann die Ledern, nichts Ledern, los. Tja. Grundack ist eine etwas größere Uni. Ich hoffe mal, sie wird nicht allzu lang werden. Ich denke mal, wir rushen hier ziemlich schnell durch. Aber erstmal mal ein bisschen Leder hier, ein bisschen farmen. Nee. Auch nichts. Oh, die greifen schon den Boss an. Und das ist der erste Boss. Bei dem ist eigentlich, also damals muss man auf den aufpassen, was er macht. Jetzt ist einfach nur hier rein, einmal alles umhauen. Dann musst du hier immer noch die Steine betätigen. Mensch, da Beweglichkeit, Ausdauer. Das ist besser wie meine, der hat nur weniger Ausdauer. Ach, lass mal weg, freu mal nicht. So. Na, bleib dann. Go, 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 go. Hey, was macht der da? Denk ich, ist nicht da. Wie kommt man nicht angreifen mit dem Tank? Meh. Ist der kleine der Tank? Ich dachte, das wäre der Tank. Kriegerhorn. Ich steige hier nicht durch. Ist das jetzt der Tank? Ja, der kleine ist der Tank. Okay, gut. Man macht die ganze Zeit, dass der Tank ist. Leder. Bedarf auf den Dings gemacht. Hallo? Wenn wir so ein Farmer, der Geld fahren möchte, der macht auf alles Bedarf und verkauft es dann. Für Geld. Aber ich brauche kein Geld. Ich habe genug Geld. Ich habe 1300 Gold. Das reicht für mich. Essen kann ich mir davon kaufen. Reparatur kann ich davon machen. Also, alles easy. Alles easy. Und bei denen ist immer ein bisschen übel, die lassen immer so Fix auf dem Boden. Und wenn du drin stehen bleibst, genau die da. Die macht dann immer richtig viel Schaden. Aber sonst nicht. Also war damals so. War ja schon lange nicht mehr hier. Bist du da? Die macht immer noch viel Schaden. War nicht nur damals, war heute auch noch. Geht schneller. Oh, es geht schon los. Der ist auch ziemlich eilig hier. Ja, ich eigentlich auch. Ach ja, schreibt da eine, der da gestorben ist. Ui. Ich habe nicht gekriegt, dass er sich schon verwandelt hat. Was heißt verwandelt? Er spuckt immer den einen hier aus. So.
Stein betätigen, haben wir schon gemacht. Sexy. Jetzt geht's weiter. Und wir springen hier runter. Gehen schnell in der Sturmgestalt und schon voll im Fischen weg. Hey. Waren die denn da? Ach man. Ich muss jetzt nochmal durchschleichen zu denen da hoch. Können die nicht sagen, dass sie alles platt machen wollen? Ach nee. Immer diese Kommunikation. Kann ich da vorbeikommen? Ich ja. Ich ja. So. Und dann bin ich wieder. Habt ihr mich vermisst hier oder wie? Oh, noch guten. Oh, Froststoff. Ich hab Stoff. Sechseln, Sechseln, Krallenhieb und achte gar nicht drauf. Nicht unsichtbar oder nicht? Nein. Ich verstehe hier gar nichts mehr mit dem Buggy. Ach, der ist im Wasser gefallen. Wird gepult und ist im Wasser. Das kann man auch noch machen. Dann geht alles ein bisschen schneller. Das Gewehr ist ein Schlag so viel nehmen. Der aufpoppt. Tap, tap, tap. Alles platt gemacht. So. Hier muss er hin. Da. Für Leute, die WoW nicht kennen, in einer Instanz ist es immer ratsam zu haben. Ein Tank, ein Heiler und drei DDs. Das ist so die Instanz immer. Ich kann auf den Berg gehen, dann bin ich Tank. Dann muss ich noch einmal schnell mein Spec umändern. Ich habe jetzt gerade den DD-Spec. Los! Boah, da bin ich so viel abgezogen. Ich habe gar keinen Ohm drauf, damit ich sehe, wie viel Schaden ich gemacht habe. Was soll das? Sowieso nur ein kleiner Run hier. Okay, dann springen wir wieder im Wasser. Gehen in der Reisegestalt. Damit man schneller schwimmen kann. Übrigens brauche ich nicht. Ich brauche Beweglichkeit. Weil ich bin mit meinem Spec auf Bär und auf Katze. Und die beiden können sich nochmal ihren Spec teilen.
Oh, was war das? Nicht ihren Speck teilen. Ihre Klamotten teilen, weil beide brauchen Beweglichkeit. Ach, jetzt bin ich. Das habe ich mir gedacht, ich mache Bär und Katze mit dem. Katze für PvP, Bär für Instanz. Jetzt bin ich allerdings mit der Katze in der Instanz. Was soll's? Muss auch mal sein. Oh, ich habe halt Bär Level Up. Aber ich schaffe das nicht in dieser Runde. Leder, ich brauche Leder, Leder, Leder. Random Drop. Vom Anlegen gebunden kann man gut verkaufen. Macht bestimmt da, sag ich doch, da kriege ich auch wieder Bedarf drauf. Oh, jetzt hat er hier gemacht. Er hat bei hier gemacht. Nice, nice. Ja, die können schon mal den Boss platt machen. Ich bin hier noch durch am Farben. Armen ist wie das Armen in der Kirche. Außer ob das Apostel mich so gleich kann. Da hält ja auch nichts aus. Oh, ich habe doch noch ein Level abgeschafft. Meine Fresse. Tja, jetzt bin ich 79. Jetzt könnte ich in der nächsten Dingens gehen. Nach Katalysm. Das war jetzt Nordend gewesen. Jetzt kommt Katalysm. Und. Dann bin ich bei Kondakt. So vielleicht in ein, zwei Monaten. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Das war was anderes wie PvP, eine kleine Dungeon. Aber ja. Es wollte ja auch keiner mit mir. Da, ja, 27 Minuten. Ah. Und wo habe ich schon mal 50 Minuten gewartet? Na egal. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielleicht findet ihr ja mit Dungeon besser oder interessanter und könnt ihr ja mehr Instanzen machen. Dann will ich das machen. Aber ansonsten werde ich eigentlich mehr PvP wieder machen. Weil ich spiele ja auch auf dem PvP-Server. Auf Frostwölfe. Jo. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.